BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Im Fall der gestern mit 5 Toten zu Ende gegangenen Geiselnahme bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Karlsruhe wollen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt über die Obduktion der Leichen noch genauere Erkenntnisse über den Ablauf gewinnen. Auf der ersten Pressekonferenz gestern am frühen Abend sprachen die Verantwortlichen von einer eiskalt geplanten Hinrichtung. Der Karlsruher Norden, gestern wenige Stunden nach der Tat, im Dachgeschoss dieses Wohnblocks im Kanalweg 115 hat sich das blutige Geiseldrama um die Zwangsräumung einer Wohnung abgespielt, das am Ende 5 Menschen das Leben kostete. Neben dem 53-jährigen arbeitslosen Geiselnehmer starb der Gerichtsvollzieher, der Beschäftigte eines Schlüsseldienstes, die Lebensgefährtin des Geiselnehmers, der die Wohnung früher gehörte, und der rechtmäßige Nachmieter. Alle erschossen. Nur ein Sozialarbeiter wurde freigelassen. Schock und Trauer über eine scheinbar unfassbare Tat, auch ein paar Kilometer weiter im Polizeipräsidium. Im Rahmen einer eilig anberaumten Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft, Polizei und Stadt ein zutiefst betroffener Oberbürgermeister. Sie werden sich vorstellen können, dass ich als Karlsruher Oberbürgermeister nicht nur betroffen bin, sondern entsetzt bin über das, was in unserer Stadt hier passiert ist. Wie dieser Geiselnahme, die mit dem Tod von 5 Personen geendet hat. Und wenn ich jetzt gerade höre, dass zu Tode gekommenen teilweise Familienväter sind, dann gilt auch unser Mitgefühl den Familien. Über die genaueren Abläufe in der Kanalstraße ist mittlerweile mehr bekannt. Als Gerichtsvollzieher Wolfgang P. und seine Begleiter um 8 Uhr zuerst außen und dann an der Wohnungstür ohne Polizei klingeln, ahnen sie nichts von der drohenden Gefahr. Der 53-jährige Bernhard K. bittet die Gruppe herein und zum Sitzen ins Wohnzimmer. Der Gerichtsvollzieher lehnt ab. Als er im Prinzip die Räumung veranlassen wollte, ist der Täter mit einer Pistole gekommen, wollte das abwehren, hat auch dem Gerichtsvollzieher gleich in die Oberschenkel geschossen und so hat es Zug um Zug eskaliert. Die Männer werden mit Waffengewalt gezwungen, sich hinzusetzen. Schlosser Mustafa G. muss sie mit bereitliegendem Material fesseln. Als er selbst gefesselt werden soll, versucht er, die Waffe zu entreißen. Es fallen weitere Schüsse. Bewohner verständigen die Polizei. Später wurde der Schlosser im Prinzip mit 4 Schüssen niedergestreckt und zum späteren Zeitpunkt, als der Sozialarbeiter nach über 40 Minuten die Wohnung auf Geheiß des Täters wieder verlassen durfte, hat er wohl alle anderen erschossen. Polizei und SEK vor dem Haus versuchen 3 Stunden Kontakt zum Täter herzustellen. Vergeblich. Als gegen 11.48 Uhr Brandgeruch aus der Wohnung dringt, wird gestürmt. Da sind dort bereits alle tot, regelrecht hingerichtet. Zum einen der Gerichtsvollzieher und der neue Wohnungsnehmer, die saßen gefesselt auf der Couch und haben einen Kopfschuss gehabt vom Täter verbaut. Und der Schlosser, der vorher versucht hat, die Wohnung zu öffnen und auch versucht hat, dem Täter die Waffe zu erreichen, der ist ja mit 4 oder 5 Schüssen von dem Täter niedergestreckt worden. In der Wohnung fanden die Polizisten neben 2 Gewehren, 2 Pistolen und einer Übungsgranate auch reichlich Munition. Die Tat war offenbar minutiös geplant. Wo der 53-jährige Mann die Waffen offenbar illegal beschafft hat, soll jetzt ermittelt werden. Im Fall des Mannes, der gestern auf dem Marktplatz in Wiesloch von einem Polizisten erschossen wurde, spricht eine Augenzeugin von Selbstverteidigung. Der Mann sei trotz vieler Vorwarnungen mit einem Messer auf die Polizisten zugerannt. Zuvor hatte er grundlos mit einem Stuhl auf 2 Frauen eingeschlagen. Die Polizeigewerkschaft im Land klagt über zu wenig Geld für Polizeidirektionen. Viele Dienststellen kommen offenbar nicht über die Runden. Dem hat Landespolizeipräsident Wolf Hamann heute in Stuttgart widersprochen. Zwar sei das Gesamtbudget seit 2004 um 12 Millionen Euro geschrumpft, die Direktionen stünden aber dank der klugen Budgetierung finanziell recht gut da. Preistreiber Nummer 1 bei der Polizei derzeit die hohen Spritpreise. 20% der Dienststellenbudgets gehen für Diesel drauf. Doch dass der Polizei das Geld ausgeht, davon will der baden-württembergische Polizeipräsident Wolf Hamann nichts wissen. Er wehrt sich gegen die öffentliche Diskussion. Sie habe nichts mit der Realität zu tun. Wir haben festgestellt, zum 30.06., also zum genau halben Jahr, haben wir einen Mittelabfluss von etwa 55%. Das ist jetzt für mich nicht so besorgniserregend, dass ich sagen würde, jetzt müssen wir schon in der Mitte des Jahres irgendwelche drastischen Maßnahmen ergreifen. Dass die Polizeidienststellen trotz immer knapper werdender Landesmittel so gut dastünden, liege am dezentralen Budgetsystem.
Die Chefs der Dienststellen vor Ort entscheiden, wie viel Geld sie brauchen. Je nach Bedarf. Wird es bei einer Direktion finanziell eng, greift eine Art solidarischer Ausgleich. Das heißt, geht Heidelberg zum Beispiel das Geld für Sprit aus, springen die anderen ein und umgekehrt. Wir sind bisher immer klargekommen. Also das ist, denke ich, ein Erfolgsmodell, auch dieser Ausgleichsmechanismus. Es war nie so, dass die Polizei dann am Jahresende kein Geld mehr hatte. Doch zur schwarzen Null kam die Polizei 2011 nur mit Hilfe des Finanzministers. Fast 6 Millionen Euro hatten am Ende gefehlt. Ausgeglichen ist anders. Operativ stehe man insgesamt aber gut da, sagt Hammann. Ganz anders bei den dringenden Investitionen. Also da haben wir Bedarf. Da sind wir aktuell, wenn Sie so wollen, unterfinanziert. Wir brauchen Mittel für Investitionen. Es fehlen 300 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 für modernere Kommunikationsmittel und Kriminaltechnik. Im aktuellen Haushalt stehen 17 Millionen Euro für Investitionen bereit. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Am kommenden Samstag feiert der Baden-Württembergische Landtag das Landesjubiläum mit einem großen Bürgerfest. Besucher haben ab 11.15 Uhr die Möglichkeit, vor Ort mit Ministern und Abgeordneten ins Gespräch zu kommen und den Landtag zu besichtigen. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Zum Wochenende hin größtenteils unfreundliches Wetter im Land. Höchstwerte 24 Grad in der Landeshauptstadt und am Bodensee. Im Norden und Osten hohes Gewitterrisiko. Bei Ulm und Aalen lässt sich die Sonne noch teilweise blicken. Im Schwarzwald Regenschauer, 23 Grad bei Freiburg. Am Wochenende deutlich freundlicher, Sonne im ganzen Land und es bleibt trocken. 28 Grad in Karlsruhe bei viel Sonnenschein, 26 Grad bei Stuttgart, dort ebenfalls sommerlich. Am Bodensee 25 Grad und nur vereinzelt Wolken am Himmel. Die Gebäude in und um das Humbis-Quartier haben eine mehr als tausendjährige Geschichte vorzuweisen. Der letzte Bewohner hat bis 2005 dort gelebt. Wo ließe sich wohl besser einen Eindruck von verschiedenen Epochen und ihren Eigenheiten gewinnen, als an einem solchen Originalschauplatz? Das Museum Humbis-Quartier zeigt die Geschichte Ravensburgs von der Zeit der Welfen um 1100 bis heute. Jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 18, donnerstags sogar bis 20 Uhr. Das Deutsche Bauernkriegsmuseum in Böblingen erinnert an den Kampf der Bauern für mehr Freiheit. Es zeigt die Wünsche und Ziele des einfachen Volkes und seinen publizistischen Kampf mit Flugblättern und blanken Waffen. Ein Zinnfiguren-Diorama rekonstruiert detailgenau eine der blutigsten Schlachten des Krieges im Jahre 1525. Damit bietet das Museum einen Überblick über Entstehung, Verlauf und Ende des Deutschen Bauernkrieges von 1524-25. Geöffnet ist immer mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. 1886 meldete der Mannheimer Karl Benz einen Motorwagen zum Patent an, die Geburtsstunde des Automobils. Doch mit der Erfindung von damals haben die Autos heute nur noch wenig gemeinsam. Eine Reise durch die Geschichte bietet das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart immer dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Was trinkt ihr denn da? Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck. Das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Oh Mann, was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original.